and a Little Nightmares. Und ja, ich bin schon ein kleines Stückchen weitergelaufen, aber wirklich, ich hab nichts verpasst. Ich bin hier nur durch dieses Loch, was ihr hier zu der Linken seht, also das obere, das normale große Loch da oben. Da bin ich durchgekommen. Da war, glaube ich, auf der anderen Seite nur eine Leiter und da bin ich dann einmal durch und ich dachte, ich könnte vielleicht zurückspringen. Das konnte ich nicht. Ich kann jetzt eben nur an dieser Position, wo ich jetzt gerade bin, wieder starten. Insofern ist das dann so, wie es ist. Ich habe mal die ganzen Filter mal rausgenommen. Ich wurde ja schon darüber informiert, ob ich nicht mal hier so ein bisschen den Nebel oder das ist auf YouTube ein bisschen matschig rüberkommt. Ich glaube, das grundsätzliche Problem ist, dass es die Konsolenversion ist. Nicht, weil die Grafik so anspruchsvoll ist, sondern dass ich glaube, das Problem ist, dass man auf der PC oder mit der PC-Version, ich mutmaße jetzt einfach mal, dass man da noch andere grafische Möglichkeiten hat, dass man vielleicht das eine oder andere noch ausblenden kann und optimieren kann. Das kannst du auf der Konsole nicht, weil ich kann euch das hier zeigen. Hier habe ich wirklich nur die Einstellung und hier kann ich dann unter den Einstellungen auch wirklich nur was über die Steuerung sagen. Kann hier sagen, so Helligkeit, das kann ich jetzt noch ein bisschen verändern. Und dann noch die Grundlautstärke, die kann ich eben halt auch noch verändern. Das war es dann aber schon. Also für die Leute, die Little Nightmares vielleicht auf dem PC gespielt haben oder noch spielen wollen, ihr könnt mir ja mal sagen, ob ihr da noch mehr Einstellungen habt, weil sonst wüsste ich jetzt nicht, wie ich jetzt hier das Bild noch ein bisschen besser, ein bisschen klarer machen kann. Müssen wir nun einfach mit leben. Das ist halt einfach so. Das gehört nun mal leider zum Spiel dazu. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir wollen natürlich weiter. Und ich habe schon mal ein Stückchen vorgeguckt. Ich weiß so ganz grob, was uns erwartet. Aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines Stück. Aber jetzt sehen wir gleich. Jetzt muss ich hier das Rohr längs marschieren. Ich weiß nicht, ob wir hier konkret runterfallen können. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. So, dann haben wir die nächste Leiter. Und da wollen wir natürlich erstmal hoch. Erstmal ein bisschen Kraxeln ist angesagt. Und... Oh, guck mal da oben. Das dürfte da doch das Schiff sein. Und da kommen anscheinend die ganzen Köche darüber. Da keine Ahnung, was das für Fraggles sind. Von hier unten sieht sie auf jeden Fall aus, als wenn das eine ganze Kochkolonne ist. Die da längs... Boah! So längs marschiert. Und da ist das Schiff. Da ist das Schiff. Kommen vom Schiff und gehen dann hier rüber. So, da wollen wir natürlich dann auch hier hochklettern. Ich weiß nicht, wo wir jetzt hier landen. Wir müssten wahrscheinlich zeitnah mal probieren, ob wir nicht vielleicht auf das Schiff rüberkommen, damit wir auch flüchten können. Ihr seht also, wir sind da so ein bisschen... Wir müssen ein bisschen kraxeln. Immer mehr, immer weiter, immer weiter. Wir müssen ganz da oben hin bis zu diesem Loch, wo wir jetzt gerade auf dem Weg hin sind. Ich will nur hoffen, dass wir hier nicht noch abstürzen, weil sonst drehe ich offiziell durch. Und das Schiff haben wir jetzt ja nun auch schon gesehen. Vielleicht schaffen wir es irgendwie aufs Schiff, dass wir dann auch entfliehen können. Wenn sich nicht das Rätsel um unsere Geschichte dann vielleicht nicht sogar schon aufgeklärt hat. Wir müssen es mal sehen. So, und dann wieder rein. Guck mal, das sind gar keine Köche. Das sah wirklich erst wie die Köche aus. Das sind aber irgendwelche komischen Gestalten mit Masken und teilweise ohne Masken. Wenn das mal nicht die Leute sind, für die wir gekocht haben. Also, die Köche kochen. Wir wollen dann da ja so ein bisschen von fern halten. Da bin ich mal gespannt. Sind das die Kinder essen? Das wäre ja nun etwas ungeil. Da bin ich mal gespannt. Ja. So, okay. Da sollen wir doch sicherlich wieder die Bretter abziehen. Kommen wir da schon durch? Ja, das war eben auch das Ding. Ich soll halt mehr mit Licht arbeiten, weil das eben sonst auf YouTube richtig matschig aussieht. Ich kann es leider nicht verändern. Also ich habe versucht, mit Filtern so ein bisschen bei OBS rumzuspielen, aber das
hat auch mehr schlecht als recht funktioniert. Es hat zwar ein bisschen funktioniert, aber letztendlich so mit Kontrast, wenn man da so ein bisschen rumspielt, kann man den Nebel so ein bisschen aufklaren, sage ich mal. Alter. Ja, die haben Hunger. Danach sehen die ja schon mal aus. Aber das war nachher wirklich, dann war das Bild nachher so richtig kriselig und voller Bildstörung. Müssen wir jetzt nach links oder? Ne, wir müssen nach oben. Ich hoffe, dass wir hier unbemerkt dran vorbeikommen. Ich meine, das würde ja schon auffallen mit unserem... Guck mal, wer da oben steht. Das ist garantiert nicht unsere Mutti. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, dass die uns hier... dass die uns hier einfach so rumlaufen lassen würde. Auf jeden Fall, und man sieht es ja auch schon, ich denke mal, es geht hier so in Richtung chinesisches Restaurant. Ups, ich wollte mal ein bisschen Schwung holen. Oh. Chinesisch angehaucht. Oder japanisch. Das heißt, ich schätze mal, das wird einfach ein Restaurant sein, aber warum holen die sich verflucht nochmal Kinder? Ich weiß nicht, ob das einfach nur, weil es gut schmeckt oder hat. Obwohl teilweise die Fleischpakete oder die Pseudo-Fleischpakete ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen groß aussahen für Kinder. Also, aber wir werden es herausfinden. Also ich denke mal, das wird hoffentlich aufgeklärt, wer wir sind, warum wir sind, wer die Frau ist, was hier überhaupt und generell. Ich würde mich mal ein bisschen wieder in den Schatten begeben. Ich kann hier auch nicht rüber gucken. Ach, guck mal, da sind ja alle am Fressen, die Schweine. Können wir hier vielleicht auch was futtern? Sieht nicht danach aus. Wir müssen auf jeden Fall durch. Wir haben hier keine Möglichkeit... Oder kann man eine Möglichkeit? Warte mal, bevor wir uns jetzt hier vertun. Aber wir kommen da ja nicht nach oben, oder? Über den Kopf. Warte mal, wir können es ja mal probieren. Ich werde es einfach mal probieren. Das kann ja auch sein, dass es tatsächlich geht. So, da kann ich nichts schieben. Da kann ich auch nichts schieben. Da kommen wir nicht ran. Kann das sein, dass wir hier über die Tür, dass wir da auch kraxeln können? Nee. Okay. Ich habe die Befürchtung, dass wir tatsächlich erstmal längs schleichen müssen. Oh, Alter. Was für ein gefräßiges Pack. Hier vorne ist nichts weiter, ne? Nicht danach aus. Licht möchte ich jetzt erstmal nicht anmachen, weil ich weiß nicht, ob wir uns damit verraten. Vielleicht geht es ja auch so erstmal. Achso. Nein! Na, siehst du, das war ja klar. Siehste, und ich sag noch. Ja, es kommt nur, weil ich die Flasche nicht rechtzeitig gesehen habe. Na. Ach, wir wachen direkt unter dem Tisch, aber auch nicht schlecht. Also laufen ist sie nicht, wir müssen wirklich aufpassen. Oh, wie soll ich das denn machen? Ho, Patz! Schön erschlagen. Was soll das? So, wir versuchen es... Ja, gibt es da einen anderen Weg? Ich wüsste jetzt nicht. Also da oben ist auch nichts weiter zu sehen, wo wir durch könnten. Aber können wir hier kriechen? Ne, ich krieche nicht, aber so durch irgendwie? Ganz zärtlich so? Oh, wir haben es aber überlebt. Oder auch nicht. Scheiße. Aber das ist doch fast unmöglich. Das ist ja fast unmöglich, da wirklich... daran vorbeizukommen. Dann muss er wirklich rennen. Okay, das heißt, gut, gehen wir mal davon aus, dass wir rennen müssen.
Also wir haben da keine Möglichkeit, da durchzustealthen. Sondern man muss wirklich sehen. Tschüssing! Oh, du bist aber auch ein gefräßiger kleiner Pisser. Hüsse, hüsse. Hoch, hoch, hoch. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Scheiße. Oh. Ach, guck, sitzt die dicke Uschi hier, du. Hockt er da noch? Ne, sieht nicht danach aus. Muss ich hier erstmal. Jetzt würde ich mal gerne meinen Stuhl wegziehen, so donk. Ach du Scheiße. Weil, wie kommen wir denn? Achso, warte mal, hier, glaube ich, vorne über den Stuhl. Stuhl hoch, zack. Teller hoch. Dann darüber schwingen. Ich sehe schon. Ach du Scheiße. Das man wird wird. Nee, nee, ja, ja, du bist aber auch. Nein, nicht, nicht, nein, nicht. Du sollst hoch. Oh, kommst du nicht ran? Oh, du kommst doch tatsächlich. Uah. Oh. Oh, Alter. Boah. So, weiter gucken. So, wir haben da. Da können wir hochklettern, das sehe ich so schon. Wir. So, da können wir uns da noch. Ne, warte mal, wir müssen auch hier wieder schwingen. Achso, wahrscheinlich auf den Stuhl und dann nach links weg. Hm, okay. Oder auch nicht. Oh, Scheiße. Komm hier nicht hoch. Hä? Moment, ich komm mal auf der anderen Seite gucken. Kann sein, dass es nicht so leicht ist, wie ich mir das vorstelle. Dass wir einmal über den ganzen Tisch nämlich laufen müssen, das sehe ich nämlich. Das sehe ich schon. Oh, guck mal hier, da ein Bild von uns. Oder wir können. Ach, wir können unten vielleicht lang. Wir gehen mal hier unten lang. Keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch gleich zurück. So, mal hier rein. So, ich mache ja mal wieder Licht an, damit ihr was seht. Oh, guck mal, hallo. Kann ich mit dir was machen? Einmal knuddeln. Achso, guck mal, hier ist einfach nur ein Lämpchen. Falls wir nämlich gleich den Run nicht schaffen, hol dir Licht ins Leben. Kann ich nochmal knuddeln? Knuddel dich nochmal. Weil du es verdient hast. Ja, also wie ich das sehe. Nee, hier kommen wir nicht weiter. Okay, Frage ist, kommen wir da hoch? Ja, kommen wir. Das heißt, wir kommen hier auf den Tisch. Wir müssen einmal einen Tisch. Können wir hier nicht auch irgendwie hoch? Das glaube ich jetzt mal nicht. Weil, ja gut, wenn ich da auf die Box raufkomme, komme ich da nicht aufs Dach rauf. Ach, Scheiße. Ach, komme ich hier vorne gar nicht hin? Kann ich hier vielleicht hochspringen? Nee, komm, dann siehst du, ich komme da noch gar nicht mal hoch. So, ach, guck mal. Siehst du, da ändert sich auch die Kameraperspektive, also müssen wir laufen. Und auf der anderen Seite, da hatten wir ja die eine oder andere Box und können dann rüberspringen. Okay, dann mal. Auf geht's. Nein! Oh. Wie sollst du das denn schaffen? Du ein Kack. Können wir nicht hier... Ich meine, wozu ist denn sonst die Wurst? Können wir hier nicht rüberspringen oder so? Da vielleicht hoch? Da uns irgendwie hochkraxeln, aber das schaffen wir auch nicht. Das können wir. Ups. Ups. Nochmal Hups. Doppelhups. So, was bringt uns jetzt diese Wurst hier? Hier können wir nicht hochkraxeln. So, hier können wir zwar. Aber hier können wir uns nicht hochziehen. Können wir hier irgendwas. Ziehen? Ne, können wir auch nicht. Da können wir nichts machen. Hier können wir auch nichts machen. Sage ich jetzt mal. Aber wir müssen wirklich zickzack und dann springen dabei noch am besten.
Weil sonst sehe ich jetzt momentan keine Möglichkeit. Achso, die haben nur einen Versuch. Ah, das ist gut. Ah! Nein! Ach! Nein. Das wird ja hier schon eine Fisselarbeit. Finde ich merkwürdig. Wir können natürlich mal springen. Ich bin natürlich nicht ein einziges Mal gesprungen. Vielleicht sollte ich mal versuchen zu laufen und zu springen. Vielleicht können wir die Hände über die Hände rüberspringen oder uns zumindest nicht so einfach schnappen lassen. Was für ein Sauhaufen hier, ehrlich. Oh, das hat doch ganz gut geklappt. Oh, Alter, ich dachte, ich schaff's nicht. Ich muss mal zwischendurch ins Mikrofon brüllen, so. Ja, ich kletter einfach erstmal nach oben. Ist die Frage, müssen wir jetzt darauf springen oder hier unten rauf? So. Ich glaube, ich kletter erstmal noch ein Stückchen nach oben. Halt, wenn das wieder so ein bisschen schummrig ist an der Stelle, aber ich habe jetzt keine Lust, hier groß aufzufallen. Denn ich muss mich hier erstmal umgucken. Ich bin auf jeden Fall das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen mit dem Regencape. Das kleine gelbe Etwas, was hier unten rumkraut. Also hier komme ich schon mal nicht lang. Das heißt, ich muss wahrscheinlich über die Bank. Ich sehe jetzt gerade nicht, wo wir hin müssen. Ich versuch's mal hier oben. Ah ne, hier können wir doch auch durch. Oder nicht? Können wir nicht, okay. Ach so, hier können wir runter. Frage ist, wo müssen wir jetzt hier hin? Nach links? Ich mutmaße mal. Lauf! Lauf, kleines! Lauf, 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 lauf! Ui, hoppa! Oh, in Tomb Raider-Manier mal eben abgehängt. Boah. Sauber. So. Machen sie wieder ein bisschen dünner. Solange wir nicht auffallen müssen. Oh, die zieht ja auch die Wurst weg, du. Ich meine, ja gut, das hätte ich jetzt besser nicht gesagt, aber. Was ist das denn hier? Hat er eine. Achso. Alter. Oh. Kann ich hier hoch? Nein! Oh, das ist aber gemein. Das ist aber echt gemein. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, wie wir da rauskommen aus der Nummer. Aber glauben ist ja bekanntlich nicht wissen. Bei mir sowieso nicht. Aber ich glaube, ich habe da eine kleine Ecke gesehen, wo wir uns hochziehen können. Warte mal, ich werde mal hier so ein bisschen. Und zwar, warte mal, können wir hier hoch? Ne, können wir nicht. Ich laufe mal wieder zurück. Oder so. Ah, jetzt muss ich aber auch Gas geben. Komm, 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 komm. Oh. Oh. Das wird ja immer knapper hier. Von Raum zu Raum. Oh, guck mal hier oben. Da, da. Einmal. Ja, einmal. Nein. Ja, toll. Das war's. Wie komme ich denn da bitte hin? Aber ich muss hier unten in eine Ecke. Da hatte ich ja gerade eine Ecke gesehen, wo wir uns vielleicht verstecken können. Du hast mich nicht gesehen, ne? Nein, du hast mich nicht gesehen. Was? Verarschst du mich gerade? Wie willst du mich denn noch gesehen haben?
Nein, ich bin doch nicht da. Oh, Scheiße. Ach, verdammt. Ich muss einmal links um die Ecke. Ihr habt das direkt gesehen, da bei der Tür ist so eine kleine. Ist so eine kleine Kiste, wo wir rein können. Scheiße. Ich versuche noch einmal so wegzukommen. Hat er uns gesehen? Ja, hat er. Also hier wird man pauschal erkannt, egal. Lo, mach dich klein. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich bin klein und unschuldig. Komm, 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 verpiss dich. Geh weg. Ich will nicht raus. So. Da oben sollen wir hin. So sehe ich das. Können wir? Können wir nicht? Können wir doch? Können wir? Ich muss mal das mal gucken. Können wir hier vielleicht irgendwie hoch? Können wir hier hoch kraxeln? In Rom können wir also nicht hoch. Okay, hier sehe ich schon. Hier können wir wahrscheinlich auch nicht hoch. Da können wir nicht hoch, da können wir nicht hoch. Also ich würde mal sagen... Nein, ich will das Klopapier nicht mehr nehmen. Kann auch sein, dass wir da oben durchkommen. Ich probiere das erstmal so. Da kommen wir... Ich würde mal sagen, ich hätte ja schon fast gesagt, der Spiegel macht irgendwie was, aber... Probieren wir was aus. Oder auch nicht. Ah, siehste. Ah, siehste. Nein, ich will eigentlich nur... Vorsicht vor den Scherben. Aua, aua. Hoffentlich tut das nicht weh. Ah, okay. Das ist raffiniert. Lass mich mal durch. Jetzt auf die andere Seite. Hoffentlich hat sie sich mit den Scherben nicht wehgetan. Unser Lieblingskoch. Siehst du, jetzt wissen wir nämlich auch, wie wir zu der Figur rüberkommen. Das heißt, wir müssen hier einmal runter. Das war natürlich äußerst schlau, weil vor allem, wenn man dann noch runterfällt. Scheiße. Und wieder das ganze Spiel von vorne. Gut, dann können wir wenigstens gleich durchlaufen. Weil die Blimse kommt sowieso hier hin. Gut, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Zack. Dahin. Einmal 7 Jahre Pech. Oder war das so viel, ne? 7 Jahre Pech. Oh, einer. Achso, okay. Dup, 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 dup. Vorsichtig sein. So, hier lasse ich mich mal fallen. Oh, das hat auf jeden Fall nicht gehört. Dann können wir hier doch einfach runter, oder? Müssen wir hier noch irgendwo hin? Ich glaube nicht. Ebene. Oh, ist auch schon mal wieder einer am Rumrandalieren hier. Auch hier ist ein Lämmchen, das machen wir natürlich standesgemäß an.
mich hier mal reinschleichen. Tschüssings. Nicht doch. Oh, was wollt ihr alle von mir? Nein, mich essen, ich meine, ist mir klar, aber... Das muss doch nicht sein. Ah. Alter, sind das gefräßige... Lauf gleich zu was. Oh, ne, echt jetzt? Boah. Nein, das wird nix, das wird nix. Wär doch gleich alle auf einmal. Weißt du, ich bin so ein kleines, zartes Geschöpf, weißt du, da kommt da so eine Lawine an. Fressbollen an. Boah. Ja, da hat die Motorik gerade ein bisschen ausgesetzt bei mir. Gut, da können wir eigentlich gleich anfangen zu laufen, weil die werden uns sowieso verfolgen. Wie das aussieht, voll ekelhaft. Oh, dann die ganze Fleischlawine da. Ja, schon fast wie die Abbiegung. Die Kurve vergessen. Oh, komm, 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 komm. Komm, lauf. Ich bin wieder nicht mit Anlauf rüber. Das ist... Wenn ich natürlich beim Absprung schon zu lange brauche, dann kannst du das natürlich wieder gleich knicken. Ah, nochmal, komm. Slime vielleicht auch nochmal ein Sekündchen oder so noch dazu kriegt. Geronimo! Oh, halt die Ver... Oh, Alter, ich dachte schon, wir stürzen ab. Ha, 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 ha. Oh. Lämpchen anmachen. Ganz gewaltig Lämpchen anmachen. Ui, 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 ui. Boah, alter Finne. So, hier mal schnell durch. Ob wir gleich auf Mutti treffen? Also, naja. Auf die Restaurantbesitzerin offensichtlich. Oh nein. Ausgerechnet, jetzt muss ich wieder Hunger leiden. Ist da vielleicht was drin? Wahrscheinlich müssen wir gleich selber erstmal ein Kind futtern. Das sehe ich nämlich schon kommen, dass wir uns selber an ein Kind nähern müssen. Das sehe ich schon kommen, ganz ehrlich. Bis jetzt waren es nur Ratten oder sonstiges. Gebämsel. Und da ist eine Wurst. Und eine Wurst mit Kinderfleisch. Oh nein! Oh, warum nimmt sie nicht die Wurst? Jetzt haben wir so einen kleinen Wichtelmann da weggenascht. Oh, hätten wir nicht das... Ja, toll. Och, Mann. Oh, armer kleiner Wichtel. Komm hier oben lang. Achso, da oben. Scheiße. Aber warum hast du das getan? Wir hätten noch die Wurst nehmen können. Oder hat sie die Wurst vielleicht extra nicht genommen, weil sie wusste, aus was für einem Fleisch das gemacht wird? Ich weiß es nicht. Da kommen wir ja auch nicht wirklich hin. Ich mache mal ein bisschen Licht, weil ihr seht wahrscheinlich gerade nichts.
Oh, mussten wir so einen Wichtel verspeisen. Nein. Ach, guck mal, da ist Mutti. Also, die Chefin. Gucken, ob wir hier noch was... Ob wir hier noch was finden. Ach, guck mal, hier haben wir noch so ein Figürchen. Hier haben wir garantiert nicht alle gefunden. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, da ist nix. Mutti. Ich bin mal gespannt, was Mutti sagt. Ist Mutti vielleicht dieses symbolische Auge? Das alle sehende Auge? Brauchen auf jeden Fall jetzt mal was zum Werfen. Ich denke mal, so eine Dose dürfte reichen. Oder auch nicht. Machen wir schon nicht so weit weg. Nochmal das Ganze. Jo. Oh, Mann. Mussten wir unbedingt Wichtel futtern. Und das ist ja... Das ist natürlich die Frage, treffen wir auf Mutti? Würde uns Mutti vielleicht erklären, was das hier das Ganze soll? Das so ein bisschen aufklären? Oder müssen wir Mutti entkommen, damit wir überhaupt von der Insel oder von diesem Schiff entkommen können? Das sollten wir gleich rausfinden.